Über 5000 Meter hat er nun die Chance, olympische Geschichte zu schreiben. Mit dem Double als einziger Mann, der in aufeinanderfolgenden Spielen über 10.000 und 5.000 Meter siegt. 1,5 Runden vor dem Ziel liegen alle 14 Finalisten noch gut im Rennen. Viren führt vor Ian Stewart und Brandon Foster aus Großbritannien. Rod Dixon und Dick Quacks aus Neuseeland sind Vierter und Fünfter, gefolgt von Klaus Hildebrand aus Westdeutschland. Noch sind 400 Meter zu laufen. Viren führt. Stewart ist Zweiter, Foster Dritter, Dixon Vierter. Foster und Dixon überholen Stewart und liegen jetzt hinter Viren. Hildenbrand kommt von außen und hängt sich hinter Viren. Jetzt überholt Quack seinen Teamkameraden Rod Dixon. Lasse Viren Erster, Dick Quacks Neuseeland Zweiter, Klau gewann Gold über 5000.